Ein herzliches Willkommen zurück bei Let's Play Risen 2 Dark Waters. Ja, wir sind hier auf der leicht verregneten, beziehungsweise an der leicht verregneten Insel der Diebe. Ist ja eine der wenigen Anlaufstellen, die wir noch haben. Ich meine, ich muss auch noch zur Schwertküste, aber dazu sehe ich ja dann. Ja. Das hier ist die Insel der Diebe. Oder auch der Gnome. Richtig, was im Grunde dasselbe ist. Das sieht ziemlich übersichtlich aus. Sehr groß scheint diese Insel nicht zu sein. Also, wenn die Gargoyles hier sind, dann sind es nicht sehr viele. Wer könnte sich hier auskennen? Ein Gnom natürlich. Ich werde Jaffa befragen. Er müsste uns helfen können. Naja, wir werden sehen. Hey, was soll das denn heißen? Das ist für gewöhnlich mein Spruch. Ich leihen mir kurz aus. Zumindest so lange, bis wir die Gargoyles erledigt haben. Okay, alles klar. Mir werden die Sprüche geklaut. Super. Wir müssen die Gargoyles finden. Ich weiß, böse Wesen sind das. Ja, genau. Sie sind böse. Wo könnten solche Wesen ihre Nester bauen auf der Insel deiner Väter? Hohes Plateau, weit weg von anderen Gnome. Da ist eine Höhle. Warte mal. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Slane hat mich dort zurückgelassen. Slane auch böse? Ja, danke, Kleiner. Das war mir eine große Hilfe. Jip, jip. So, ja, dann komm mit. Okidoki. So, warte mal, schon wieder die falsche Taste. Die Tasche, Tasche, genau. So, dann einmal schauen. Schon wieder drei. So. Ach nee. Ach, die Viecher sind lästig. Achso, warte mal, wie sieht's denn aus mit Stahlbart? Ja, den kann ich auch rufen, super. Denn ohne Stahlbart macht das ja alles ja gar keinen Spaß. So. Oh. So, mal ganz kurz gucken. Bin ich jetzt gerade falsch gelaufen? Ich bin verwirrt. Ganz minimal. Ah, oder bin ich hier gerade richtig? Ich weiß es gerade nicht mehr. Gut, die Frage wäre in erster Linie, wie weit komme ich hier? Aber anscheinend komme ich hier nicht sehr weit. Muss ich doch, glaube ich, unten lang. Ah, ich bin gerade verwirrt, so. Zack und zack und zack. Ja, sammeln wir mal ein. So. Ich muss irgendwie da hoch. Oder war... Nee, hier war, glaube ich, der Weg, oder? Ja. Das ist jetzt die große Preisfrage. Ja, schon wieder ein Sandteufel. Ja, oh, zwei sogar. Kacke. Hat er mich doch erwischt.
So. Die verdammten Biester lernen es wohl nie. Ja, sammel doch mal ein. So. Weiter im Text. Ja, ja, prügel du dich da mal. Ich trinke mal erst einen Schluck rum und... Ach, da ist sogar ein Termitenkrieger. Läuft. Scheiß Termiten. Ja, natürlich. Und schon wieder versunkener. Arschlochbücher. Zack und stirb. So. Jetzt wollte ich doch den gar nicht anlabern. Habe ich jetzt selber einmal. So. Wieder ein Quick Save. Und. Zack. Aha, ausgewichen. Scheiße, Arschloch. Zack und. Zack. So, jetzt brauche ich nur noch. Oh, da warte mal, riecht eine Axt. Die will ich haben, die Axt. So. Hat er schon eingesammelt? Anscheinend. Ja? Schön. Zack. Ey, ey. Ja, komm. Fall. Endlich. Um. Oh, da ist das Nest. Kann ich direkt die drei Eier einsammeln. Sehr schön. Ah. So. Hier gibt's nichts zu holen. Schade. Ah, vielleicht war Jafar gerade schneller. Ah, nein. Da liegen nur zwei von den drei Eiern. Kacke. Das heißt, das dritte Ei muss in der Nähe von dem dritten Gargol sein. Und der dritte Gargoyle steht da. Bin gleich da. Ja? Ah, nein. Och, der kriegt's jetzt nicht geschissen. Na gut. Dann gehen wir jetzt direkt mal auf die Dunkeldürer. Ja, schön, prügel du dich mal mit dem Gargoyle. Gargoyle. So. Achso. Also ich will so ein Gargoyle als Haustier haben. Zack. So, gut. Stahlbart ist zwar besiegt, aber das ist jetzt nicht so tragisch. Er hat mir gute Dienste geleistet. So. So, auf. Zurück zum Schiff. So, jetzt kann ich nämlich wieder mit Eldric reden. Mein Gott, ist das ein Hin und Her. So, und dann ist, glaube ich, nur noch eine Insel, wo ich hin muss, aber ich weiß es auch nicht. Hier, die Eierdiebe. Nein, die Eier der Insel der Diebe, natürlich. Gut gemacht. Ich denke, selbst die Gnome werden mir dabei pflichten. Wer weiß, ich traue den kleinen Kerlen so einiges zu. Wahrscheinlich hätten sie daraus Suppe gemacht. Oder Omelette. Hm, mag sein. Aber mir ist es lieber so, wie es jetzt ist. Die Gnome sind die Gargoyles los. Wie hört sich das an? Puh, sehr beruhigend. Gute Arbeit.
Die Insel der Diebe ist sauber. Naja, für Gnom-Verhältnisse jedenfalls. Die kleinen Kerle würden dir sehr dankbar sein, wenn sie das wüssten. Okay, was nun? Auf zur nächsten Insel. Ich hoffe, wir haben bald alle Gargoyles gefunden. Ja, eigentlich haben wir das. Ich glaube, wir müssen jetzt nur noch zu der Sturminsel. Da muss ich, glaube ich, den nochmal drauf anhauen. Aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Da, jetzt gehe ich nochmal zur Sturminsel. Weil da haben wir, glaube ich, nicht angehalten. Beziehungsweise da habe ich Eldric nicht drauf angehauen. Und wenn ich Glück habe, finden sich hier keine Gargoyles. Scheiße. Bei welcher Insel habe ich das denn vergessen? Ups. Warte mal, Caldera war ich schon. Sturminsel war ich anscheinend auch. Insel der Toten war ich. Schwertküste war ich. Antigua war ich. Takarigua war ich. Insel der Diebe war ich. Oder habe ich auf Antigua überhaupt mit Eldric geredet? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, will ich. Warte mal. Seltsam, nicht wahr? Aber so steht es geschrieben. Seltsam, nicht wahr? Hä? Bedrohen Sie, ich muss Sie daran hindern, Sie weiter. Eldric kann mir ein. Hier weiter. Ja, tolle Wurst. Ja, Eldric ist da, das weiß ich doch. Oder muss ich vielleicht mit Alvarez mal reden? Wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, steh wieder auf. Ich will diesen verdammten Schwarm endlich erledigt haben. Gesundheit. Also wenn eigentlich einer was weiß, dann ist Alvarez was? Eigentlich die erste Anlaufstelle, würde ich jetzt so sagen. Ich hörte, du warst schon mal auf der Sturminsel. Das ist richtig. Es ist ein sehr gefährlicher Ort. Voller Mythen und Legenden. Von Untoten bis hin zu fliegenden Monstern. Es ist ein Ort, an den man jemanden bringt, um ihn zu vergessen. Verstehe. Warum fragst du danach? Ich habe den alten Cruise von dort hierher gebracht. Was? Den alten Cruise, sagst du? Moment. Ja, ich kannte mal einen Cruise. Er war ein Dieb, glaube ich. Aber der ist doch schon lange tot. Oh, nicht ganz. Er läuft ziemlich lebendig hier in deiner Stadt herum. Wenn das so ist, dann ist das wohl so. Kann mich ja kaum noch an den Kerl erinnern. Die Sturminsel ist ein Ort, an den man jemanden bringt, um ihn zu vergessen. Sag ich ja. Mara hatte ein ziemlich mieses Labor auf der Sturminsel. Sie züchtete dort willenlose, fliegende Gargoyles. Du sagtest, sie hatte ein Labor? Allerdings. Ich habe den Laden zugemacht. Für immer. Ach, dieses verfluchte Weibsbild. Sie macht aber auch vor gar nichts Halt. Hoffentlich sind wir sie bald wieder los. Wie auch immer. Gut gemacht, mein Junge. Okay. Das bringt mich jetzt auch nicht unbedingt viel weiter. Aber wisst ihr was, Leute? Ich werde das jetzt erstmal auf Eis legen. Ich werde mal im Off schauen, dass ich irgendwie den Weg zu den letzten
Anlegestellen finden kann. Beziehungsweise zu den letzten Gargoyles finden kann. So, aber bis dahin, dann mache ich jetzt erstmal mich so langsam auf den Weg nach Caldera. Weil da geht das Abenteuer ja noch weiter. So, und diesmal möchte ich gerne Chani dabei haben. Komm mit. Chi. So, Chani schließt sich mir an. Sehr schön. Und ja, komm, bei Fuß. Komm, schneller. Ich renne ja nicht mal. Ich laufe ganz normal, das ist ja das Schlimme. Ja. Ich habe ein bisschen Angst, was dabei rumkommen wird, aber egal. Macht das Tor auf. Befehl von Carlos. Sofort. So, das Tor wird aufgemacht. Ah, wow. Wow. Kaum ist der eine Pirat weg, kommt schon der nächste. Kommen da noch mehr, oder? Warte mal, ich kenn dich doch. Tatsächlich? Klar, ich hab dir doch eine Zeit lang rumbesorgt. Und, wie ist es dir ergangen? Sie haben dich gefeuert, habe ich gehört. Genau. Was glaubst du, wie es mir ergangen ist? Oh Mann, alles klar. Wenn ich helfen kann, lass es mich wissen. Wo ist der Hohe Rat? Immer geradeaus. Doch ich kann mir nicht vorstellen, dass man dich dort empfängt. Das lass mal meine Sorge sein. Wo wohnt Mauregato? Über die Brücke, im ersten Haus auf der linken Seite. Alles klar, danke. So einfach geht das. Da über die Brücke im ersten Haus. Ohne die Magier wäre es nie so weit gekommen. Magier? Der Hohe Rat hat richtig gehandelt, als er sie aus Caldera verbannt hat. Aber die Kristallfestung wird uns nicht ewig schützen. Hey, was willst du hier? Ist das Mauregatos Haus? Dann lass mich durch. Du siehst nicht so aus, als hättest du einen Termin. Ich glaube kaum, dass Herr Mauregato dich erwartet. Ich bin noch nicht gut genug. Scheiße. Es ist ein Überraschungsbesuch. Mauregato mag keine Überraschung. Ich will nur kurz mit ihm reden. Ach ja? Du siehst nicht aus wie jemand, der nur reden will. Ich warne dich. Wenn du vorhast, Ärger zu machen, wirst du mich kennenlernen. Dich kennenlernen? Oh, das klingt wirklich wie eine Drohung. Ja, dann kann ich ja mit Mauregato jetzt reden. Nee, das ist mit Dina. Ja, bitte? Ich will zu Mauregato. Wen darf ich melden? Ich finde den Weg schon alleine. Natürlich. Die Treppe hinauf, das offene Zimmer. Alles klar. Steck ja nichts ein. Entspann dich doch mal, ey. Lass mich doch auch mal ein bisschen. Die Truhe könnte ich sowieso nicht öffnen. Benimm dich hier. Ja, halt doch mal die Backen. Seh mich doch nur mal um. Guten Tag. Das riecht ja lecker. Oh, das ist nur eine kräftige Suppe. Nichts Besonderes. Ah ja. Nicht mal was einstecken kann ich hier. Ist ja ätzend. Ach du Scheiße. Wie sieht der denn aus? Ja, was gibt's? Ich bin wegen Garcia hier. Ja? Und? Wo? Ich glaube nicht, dass dich das etwas angeht, Bursche. Er kam in staatlichen Angelegenheiten. Davon verstehst du nichts. Und jetzt stör mich nicht weiter. Ich habe keine Zeit für dich, Bursche. Geh! Alles klar. Boah, der läuft mir nicht ernsthaft jetzt die ganze Zeit hinterher, oder? Boah, ist der Typ nervig. Schrecklich, ey. Ich hoffe, das Gespräch verlief zu eurer Zufriedenheit. Nette Ausbeute. Boah, ist der Typ nervig, ey.
So, jetzt schaue ich mich noch ein bisschen. Die Inquisition braucht gute Männer. Willst du dich freiwillig melden? Als Rekrut nach... Warte mal, ich kenne dich doch. Du bist doch der Leutnant, den sie rausgeschmissen haben. Hat sich wohl rumgesprochen. Was haben sie erzählt? Wegen flegelhaften Benehmens? Warst wohl zu oft betrunken, wie? Zu viele Schlägereien. Oh, verstehe. Alles klar. Hier geht dir keiner auf den Sack. Und? Wofür stehst du dir hier die Beine in den Bauch? Wir werben neue Rekruten an. Wenn du noch auf unserer Seite stehst, kannst du für uns werben. Glaubst du, ich bin dafür der Richtige? In harten Zeiten kann man nicht wählerisch sein. Warum sollte ich das tun? Wenn schon nicht aus Loyalität, dann vielleicht für Gold? Für jeden neuen Rekrut zahlt der Kommandant eine Prämie. Die würde ich dir glatt überlassen. Wie soll ich vorgehen? Einen über den Schädel ziehen und mitnehmen, das machen wir nicht mehr. Lass es ruhig angehen, sprich mit ihnen. Wenn du drei Männer überzeugen kannst, sind wir im Geschäft. Was ist mit Frauen? In der Inquisition? Dann wären unsere Stuben wenigstens mal aufgeräumt. Das ist nicht so witzig, wie du denkst. Natürlich, klar. So habe ich das nicht gemeint. Aber das geht nicht. Wir haben keine passenden Uniformen. Was sind geeignete Kandidaten? Ich glaube kaum, dass sich ein Diener oder der Schneider anwerben lässt. Versuch's bei den Bürgern und Arbeitern. Einverstanden. Ich bin dabei. Gut, wenn drei Rekruten bei mir unterschreiben, kriegst du deinen Lohn. Als Rekrut nach Arborea? Melde dich für die Inquisition. Wieso wirbt ein Kerl wie du für die Inquisition? Ich war auch mal dabei. Aber jetzt bist du es nicht mehr. Das sagt alles. Hey, Moment. Ich arbeite verdeckt. Oh, sowas gibt's auch? Das ist ja... Meinst du, ich kann das auch? Na klar. Wo muss ich unterschreiben? Geh zu Lopez. So einfach geht das. Du bist der Richtige für die Inquisition. Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit, ob ich mich nicht melden soll. Warum zögerst du? Ich weiß nicht. Also irgendwie... Sieh dich mal um. Lauf mal durch die Stadt und schau dir die Leute an. Die verlassen sich auf die Inquisition. Du kannst deinen Teil dazu beitragen, dass sie alle gerettet werden. Ja, du hast recht. Ja, ich melde mich. Name? Marco Antonio Pavaretti di Venga. Ja, läuft doch. Was? Aber die Kristallfestung wird uns nicht... Die Inquisition braucht dich. Bist du verrückt? Ich bin froh, dass ich noch lebe. Da kann ich mir ja gleich eine Kugel ins Bein jagen. Ich kann dir dabei helfen. Ach, lass mich doch in Ruhe. Naja gut, versuch was wert. Aber die Kristallfestung wird uns nicht ewig schützen. Schließ dich der Inquisition an. Ah, Lopez hat einen neuen Werber gefunden. Hör zu, du musst hier keine Nummer abziehen. Das ganze Geschwätz von wegen Rettung der Menschheit, das kenne ich schon. Und was ist mit den Vorteilen für dich? Kennst du die auch schon? Vorteile? Es gibt regelmäßig Sold. Und was soll ich damit anfangen, wenn sie mich in den Dschungel schicken, wo es keine Kneipen gibt? Es gibt gute Verpflegung. Verpflegung? Es gibt nur dünne Suppe. Du bekommst eine Muskete. Ach, hör doch auf. Musketen gibt's nur für die Protektoren. Die Rekruten kämpfen nur mit dem Säbel. Das stimmt nicht. Jeder Rekrut wird an der Muskete ausgebildet, und zwar an der eigenen. Wirklich? Wenn du mir nicht glaubst, frag doch Lopez. Gut. Ich spreche mal mit ihm. Es heißt, wir fahren bald alle nach Arborea. Nein, nein, und da gibt es dann einen neuen Krieg. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum end. Hey du, lass meine Arbeiter in Ruhe. Wer schleppt die Kisten, wenn sie sich zur Armee melden? Dann musst du wohl selbst mit anpacken. Na toll, jetzt geben hier schon die Piraten den Ton an. Fehlt nur noch, dass noch mehr von euch kommen. Was weißt du über andere Piraten? Garcia, der Captain, war bis vor kurzem in der Stadt. Maurigato hat ihn in den Hohen Rat gebracht. Und? Nichts und. Aus solchen Dingen halte ich mich raus.
Der Hohe Rat kümmert sich um die Politik. Ich kümmere mich um die Kisten. Was sind das für Kisten? Waren aus Takarigua. Vor allem Zucker. Alles wird genauestens geprüft und abgerechnet. Und es ist das erste Mal, dass hier die richtige Anzahl Kisten ankommt. Ich wollte es zuerst gar nicht glauben, aber es stimmt. Weißt du was? Darauf gebe ich einen aus. Wer sitzt alles im Hohen Rat? Der Rat besteht aus 5 Leuten. Der gelehrte Custodio hat den Vorsitz. Mauregato hat den Sitz der Händler. Puko spricht für die Bauern. Und dann sind da noch Godin, der Handwerker, und Kommandant Corrientes. Und der Hohe Rat trifft alle Entscheidungen? So ist es. Aber ich weiß nicht viel darüber. Das hat sich gelohnt. Wenn der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Hast du mal nach Norden geschaut? So. Dann drücken Sie dir wenigstens eine Muskete in die Hand. Was bleibt mir denn sonst übrig? Als Feldarbeiter kriegst du höchstens eine Hacke. Ich habe mir lange genug den Buckel krumm gemacht. So, Name? Andrei, ist es wahr, dass ich hier eine Muskete bekomme? Der Mann weiß, was er will. Ich schreibe dich direkt mal beim Scharfschützentraining ein. Das war's fürs Erste. Du hörst dann von uns. Jetzt nicht. Ich wollte mich melden. Sehr schön. Name? El Fidelo. Gut. Kannst du eine Muskete halten, El Fidelo? Nun, ich... Wird schon, keine Sorge. Unterschreib das. Gut, fürs Erste kannst du wieder gehen. Ich hol dich, wenn es soweit ist. Aber, was? Ach, vergiss es. Marco ist gut. Nein, nein, es heißt... Ja, ich hab's kapiert. Kannst du was Besonderes, Marco? Nun, ich hatte früher einen Hauslehrer. Meine Eltern meinten, ich sollte eine Ausbildung... Ja, hab's kapiert. Ich trag dich mal unter Standard ein. Du kannst jetzt gehen. Wir sagen dir Bescheid, wenn's losgeht. Zufrieden. Du hast deine Rekruten. Die Formalitäten sind zwar noch nicht erledigt, aber na gut. Hier ist deine Prämie. So, wer ist der Nächste? Ja, nett. 300 Gold einfach mal so Cash auf der Hand. Fernando. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt erstmal einen Cut hier machen. In der nächsten Folge werde ich mal gucken, ob wir uns zum Hohen Rat durchschlagen können. Das heißt, ich wünsche euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Macht's gut, Leute.